So, hallo zusammen, herzlich willkommen heute zu einem Spezialvideo in der Community Rette dein Geld. Beim letzten Video zum Thema Home Rocket, Crowdfinanzierung, habe ich euch angekündigt, ich werde auf dem Thema draufbleiben. Wir werden da mehr Infos bringen zu dieser interessanten Investmentstrategie und ich darf heute einen von mir sehr geschätzten Interviewpartner begrüßen, den Norbert Polanka, der sich bereit erklärt hat, uns in einem Kurzinterview einmal seine Hintergründe und Beweggründe zu dem Thema Crowdfinanzierung und vor allem die interessante Plattform Home Rockets, Lion Rockets und Green Rockets etwas näher darzustellen. Lieber Norbert, herzlichen Dank und ich darf dich einleitend bitten, dich einmal kurz vorzustellen, beziehungsweise wie du generell, wie wir zwei auch zusammengekommen sind, damit die Zuschauer das ein bisschen danke. Danke, Matthias, für deine Einladung. Ein Hallo auch an alle Zuseher, die das dann in Zukunft sehen werden, dieses aufgezeichnete Video. Wie sind wir beide zusammengekommen? Ja, ich habe mir das auch gefragt. Ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon ewig. Aber ich glaube, es ist passiert, wenn ich mich richtig zurückerinnere, hat ein Kunde von mir mal gesagt, du, da gibt's an. Der macht da so Veranstaltungen im Raum Wiener Neustadt. Diesen Bitcoin-Hub, den du da gemacht hast. Ne? Genau. Das Thema Bitcoin haben wir natürlich auch angesehen und auch für mich ausgenutzt. Und da gehen wir gemeinsam hin. Gute Semmeln zum Essen bei dir, was ich mir erinnern kann, und einen sehr interessanten Vortrag. Und mir hat getaugt, dass du ja Banker bist, gewesen bist oder vielleicht von Leib und Seele immer noch bist. Und aber ausgesprochen, wie soll ich sagen, modernen und offenen Zugang zu der Welt außerhalb einer Bank gezeigt hast und da war doch der Gary öfters hin, der hört da öfters zu und so ist das halt entstanden. Ne? Super, vielen Dank. Wie bist du zu Home Rocket gekommen? Weil, vielleicht für die Zuschauer auch, du bist ja eigentlich der Mann, der mich dann über unsere Meetups, wo wir uns dann näher kennengelernt haben, von der Plattform Home Rocket erzählt hat, der mir auch dann die einzelnen Details geschildert hat und mich einmal kurz in die Thematik auch eingeführt hat, und der mir das Ganze näher gebracht hat. Aber wie bist du eigentlich zu Home Rocket gekommen? Ja, also ich bin ja Vermögensberater im Prinzip. Das heißt, ich bin ein bisschen ein besonderer Vermögensberater vielleicht, wie du weißt. Also ich habe immer die Strategie, mein eigenes Geld zu veranlagen und was dann für mich gut ist, da ziehen dann meine Kunden mit. Und im Rahmen dieser Überlegungen bin ich mit einer Bauträgerfirma schon länger in Geschäften, haben wir gemeinsame Produkte am Markt. Und als ich da mal zu Besuch war im Jahr 2000 und jetzt komme ich ein bisschen ins Schwimmen, ich glaube, es war 2014, ja, und wir das nächste Produkt mit Ihnen konzipiert haben für mich, für unsere Kunden, saßen da zwei junge Männer, die Hans Kassen, die möchte ich gern vorstellen. Das waren der Wolfgang Deutschmann und der Peter Gaber, die beiden Gründer der Rockets-Plattformen, damals nur unter Anführungszeichen Green Rocket. Man sieht jetzt, wenn ich meinen Kopf irgendwie neige, es gibt da so drei Plattformen mittlerweile, ne? Und die haben gesagt, sie haben das ins Leben gerufen, sie sind da unterwegs und sie würden heute halt einmal anfragen, ob wir irgendwie kooperieren können. Und mir haben diese beiden Burschen irrsinnig getaugt, abgesehen davon, dass sie sicherlich einmal mindestens eine Generation hinter mir sind und extrem unternehmerisch, professionell gesprochen, gedacht und auch geplant haben. War damals für uns das Problem noch, dass dieses ganze Crowdfunding-Thema noch ein bisschen in einem Graubereich war. Da gab es diese Streitereien, du wirst es sicher wissen, Heini Staudinger gegen die FMA mit seinen Geherschuhen. Hat er seinen Sturschädel am Ende des Tages irgendwie für die Allgemeine durchgesetzt, aber für sich selber glaube ich nicht ganz, das war so ein bisschen für ihn war es halt irgendwie auf und ab. Jedenfalls am Ende des Tages kam dann etwas später das Alternativfinanzierungsgesetz, das Ganze in rechtlich korrekte Bahnen gelenkt hat, oder sagen wir in regulierte Bahnen. Ja, es war ja vorher nicht inkorrekt, es war halt einfach nicht reguliert. Und ich habe diese beiden Burschen damals kennengelernt und habe vor allem am Beginn mit Wolfgang, später auch mit Peter, eine sehr persönliche Beziehung auch aufbauen können. Nur zusammengearbeitet haben wir nicht, weil halt die rechtlichen Regularien gefehlt haben. Allerdings 2015 war das dann, wie das Gesetz in Kraft getreten ist, haben wir sofort zugeschlagen, weil mit so einer Plattform zusammenarbeiten ist sowohl für Kunden als auch für Vermögensberater als auch für die Plattform einfach eine absolute Sensation. Du weißt, Digitalisierung schreitet überall voran. Ja, im Prinzip ist das auch für den Kunden easy. Er kann 24 Stunden am Tag schauen und kaufen.
für einen Berater, der einen berät, ist das easy, weil man kann am Telefon miteinander reden, man kann so kleine Videos machen, wie wir jetzt machen. Man muss nicht quer durch die ganze Welt fahren, ständig und dann einen Berg von Papier ausfüllen. Ja, wir haben uns also zusammen geschmissen auf ein Backerl, wie man so schon sagt im Wienerischen, und haben gesagt, okay, jetzt machen wir aus der Plattform, die in den Kinderschuhen gesteckt ist, etwas Professionelles auch. Ja, also dass wir entwickeln sie weiter, weil wir haben natürlich zu unseren Kunden, die wir auf die Plattform dann gebracht haben, einen sehr engen Kontakt, und da kriegst du massig Feedback. Das ist zu kompliziert, das verstehe ich nicht. Du weißt ja, wie das ist, Matthias, man sieht auf den Wald vor lauter Baum nicht, wenn man in einem Projekt steckt. Ja, ne? Ja. Und das direkte Feedback der Kunden und unsere Arbeit hat dann halt dazu beigetragen, dass die Plattformen ihren Kinderschuhen entwachsen sind und heute bombig dastehen. Also sind ja Marktführer unangefochten in Österreich. Top Nummer 1, ja. Genau, absolut. Und vor allem wurde eben dann verbreitert, in erster Linie die Home Rocket das hervorzuheben. Damals haben alle beim Crowdinvesting geschielt auf Unternehmen. Aber es steht im Gesetz nirgends, dass es ein Unternehmen sein muss. Es darf durchaus auch eine Immobilie sein. Und wir wissen ja, Immobilien sind halt ganz anders wie Unternehmen. Ne? Planbarer, kürzer von der Laufzeit. Man kann Track Records des Bauträgers schon sich ansehen. Bei einem Start-up ist es halt schwieriger. Das ist halt mit mehr Risiko verbunden, mit längeren Laufzeiten verbunden. Am Ende des Tages im Gutfall auch mit mehr Rendite. Aber wir wissen es, der Österreicher, der liebt natürlich auch das Betongold, seine Immobilien. Ja? Und die Home Rocket entstand dann aus diesem Feedback heraus. Nachdem du ja schon so lange dabei bist auf der Plattform, viel, viel länger als ich, was sind deiner persönlichen Meinung nach die größten Vorteile oder die besten Goodies von dieser Plattform mit diesen drei Kategorien? Also für mich ist natürlich ein absolutes Gute, dass ich einen so intensiven Austausch mit der Plattform betreiben konnte und die Menschen dahinter kenne und einfach nur jeden sagen kann, der die Leute jetzt nicht kennt, meine Einschätzung und meine Erfahrung über die 5 Jahre ist, dass diese Menschen absolut unternehmerisch denken und denen bewusst ist, dass der Kunde das Kapital der Plattform ist. Ja, das zeigt sich in einigen Dingen, zum Beispiel werden viele Bauträger nicht genommen auf der HomeRocket-Plattform, weil die Bilanzen nicht passen, weil in der Historie Sachen waren, die vielleicht nicht so positiv aufgefallen sind, ja. Das schützt natürlich nicht, dass auch ein renommierter Bauträger mal irgendwo ein Problem kriegt, aber es gibt einfach eine gewisse Vorauswahl und ich kann halt beobachten, ich nenne jetzt definitiv keinen Namen von Mitbewerbern, dass abgelehnte Bauträger durchaus auf anderen Plattformen dann ihre Finanzierungen bekommen. Man sieht das auch in der Corona-Krise jetzt sozusagen, wo selbstverständlich Geschäftsmodelle auf den Prüfstand gestellt werden, dass wir auf der Rocket-Plattform eine Handvoll Verzögerungen haben beim Zurückzahlen von Geld. Werden auf anderen Plattformen von 30, 40 Verzögerungen sprechen, sprich nahezu alles. Ja. Das hat halt damit zu tun, wenn ein Bauträger ein bisschen stabiler dasteht, dann hält er sowas halt besser aus und wir haben halt auch Rückführungen machen können, wo es keine Verzögerungen jetzt gegeben hat. Also das ist für mich ein absolutes Goodie. Als Erststarter, HomeRocket war die erste Immobilienplattform, hat man natürlich auch ein bisschen den Frühstarter-Bonus. Man ist halt irgendwie sehr groß, man ist irgendwie der Platzhirsch. Und aber die Bauträger sind für mich ein absolutes wichtiges Kriterium. Und ich weiß nicht, ob du das an deine Kunden schon mal weitergegeben hast oder darauf hingewiesen. Solche Plattformen werden ja mit Mystery Shopping heimgesucht, sage ich jetzt einmal. Ne? Und Euron Sonntag zum Beispiel, das ist so eine Zeitschrift aus Deutschland, die halt so Konsumententests macht. Die hat das schon mehrfach gemacht auf deutschen und österreichischen Plattformen und es ist einfach sensationell. Wir haben jedes Ranking gewonnen mit Home Rocket fürs beste Angebot. Ja, also es gibt Subrankings, wo wir nicht gewonnen haben. Ja, also niemand hat die eierlegende Wollmilchsau, wie der Münchner sagen würde. Aber bestes Angebot bedeutet, dass das Verhältnis zwischen eingegangenem Risiko und bezahlter Rendite aus Sicht der Konsumententester einfach optimaler war als auf anderen Plattformen. Ne? Und das ist schön, wenn das im Nachhinein auch von Leuten festgestellt wird, die halt nicht Geld verdienen irgendwie, so wie die Plattform mit sich selbst natürlich Geld verdient. Ist klar, dass sie sich gut finden. Ne? Aber die Euro am Sonntag hat davon nichts, sowas zu machen. Und, das habe ich bis jetzt nicht gewusst. Ja, okay. Wobei das mit der Ablehnung, das kann ich bestätigen, da gibt es ja das super Webinar mit Wolfgang Deutschmann, wo jetzt seit den letzten Wochen, jetzt glaube ich mittlerweile schon das 6. Webinar stattgefunden hat, immer zum Thema Crowdfinanzierung, wo auch speziell die Bauträger Immobilien auch immer wieder Thema waren. Also ich werde das auch verlinken unten, dass man es da nochmal reinklicken kann. Und ich darf auch nochmal bestätigen, weil ich mittlerweile den Wolfgang und den Peter auch persönlich kenne, dass die Burschen wirklich einen super Job gemacht haben.
Vielleicht nur kurz zu, was ich noch hinzufügen möchte, für mich aus meiner Sicht, die Plattform ist nicht nur selbstverständlich erklärend, wenn man einmal wohin geklickt hat, dann weiß man, wo das ist, sondern ich habe alle meine Berichte, die ich brauche. Das heißt, ich habe alle Zinszahlungen, alle Projekte, also sowas von übersichtlich in der Plattform stehen, plus, und das ist jetzt, glaube ich, auch neu, Norbert, gehört dieses Steuerreporting, das auch ein mächtiges Tool ist, wenn ich es brauche, dass ich mir von dort die ganzen Daten einfach runterziehen kann. Also das ist, genau, muss ich sagen. Das ist übrigens alles ein Grund, warum ich diese Plattform anderen Plattformen bevorzuge, weil wir durch diese intensive Zusammenarbeit mit unseren Kunden natürlich auch einbringen durften, was braucht es denn alles noch, damit es bis zum Ende rund das Paket ist. Und nicht nur, es geht nicht nur darum, irgendwo 1.000 Euro oder was zu investieren und darauf Zinsen zu bekommen. Es geht am Ende des Tages auch um die Dokumentation und die Datensicherheit. Und auch, wie du richtig sagst, bis hin zu irgendwann muss man ja seine Erträge auch beim Herrn Finanzminister anmelden. Ne? Genau. Da braucht man in der Form von Unterlage dafür. Das wird ja alles automatisch erstellt. Ne? Und vor allem, du kennst ja meinen Ansatz, ich sage 20, 25, 30 Projekte allein schon aus der Risikostreuung heraus, das man sich da anschauen sollte, beziehungsweise langsam auch so eine Art Portfolio auf der HomeRocket-Plattform aufbauen. Und da hilft natürlich auch die Übersichtlichkeit etc. Aber apropos Projekte, manchmal flimmert unten bei der Plattform ein Norbert Polanka vorbei mit der Anzahl von 32 Projekten. Stimmt es, diese 32 Projekte, und seit wann bist du da schon dabei und wie hast du deine Projekte auch ausgesucht? Okay, also was auf der Plattform unten durchflimmert, stimmt zum Zeitpunkt der Banner-Erstellung, ist der Werbebanner sozusagen, stimmt es definitiv. Okay. Ich habe gestern wieder investiert. Ich glaube, so schnell daten sie das nicht ab. Ja, also das heißt, das passt von der Größenordnung her. Ich bin irgendwo zwischen 30 und 40 Projekten. Kommt immer wieder mal was zurück. Ich mache immer wieder mal was Neues. Also rund um den Wert schwankt. Da gibt es dann Kunden, die sind dann noch viel extremer als ich sozusagen. Ja. Aber das passt. Das war mal so eine Aktion, wo die Rocket, weiß nicht, das können wir deinen Kunden auch sagen, es gibt manchmal so Bonuspunkte zu verdienen. Da haben sie einfach gefragt, datenschutzrechtlich, wer stellt sich denn zur Verfügung mit seinem Konterfei, dass man auf der Plattform bekannt gibt, so viele Projekte hat er und gibt ein persönliches Statement ab. Man kann ja auch mein Statement dort lesen und da hat man da ein paar Bonuspunkte bekommen als Belohnung für die Mühe, man musste doch was einschicken und so. Also das stimmt alles, was dort steht, und das ist aber auch genau der Ansatz, den du ja so und so propagierst auch. Ja. Ich wähle meine Projekte wie folgt aus. Ich habe meine Gesamtveranlagungssumme festgelegt für mich, die ich auf HomeRocket investieren möchte, und habe sie durch 30 dividiert, ganz grob. Dann ist irgendeine Zahl rausgekommen. Ja. Das ist jetzt für jeden eine andere Zahl. Und wie du weißt, kann man ja mit sehr kleinen Summen, aber auch mit größeren Summen auf der Rocket arbeiten. Das heißt, jemand, der sehr reich ist, kann in jedes Projekt 10.000 investieren, wenn das sein 30. ist. Ja. Genau, jemand, genau, der weniger Veranlagungssumme hat, kann halt bis auf 250 Euro runtergehen mit der einmal Veranlagungssumme in ein Projekt. Weil für mich war wichtig, A, breite Streuung. Wir haben noch nie auf der HomeRocket ein Projekt verloren. Aber jeder unterschreibt das beim Investmentprozess und jedem muss ja vom Hausverstand klar sein, selbst ein Immobilienprojekt kann scheitern. Mit Gutachten kann scheitern, mit Bürgschaft. Also es gibt ja bei jedem Projekt der Bürgschaft mittlerweile. Also selbst der Bürger kann pleite gehen. Es kann am Ende des Tages, auch wenn es noch nie passiert ist, alles passieren. Und dann hilft die Streuung erstens einmal, dass man weniger betroffen ist. Und für all jene Menschen, die als private Investoren investieren, wir haben vorher gesprochen, der Finanzminister möchte einen Teil der Erträge im Rahmen der Steuererklärung haben. Die können dann unterjährig natürlich so einen Verlust gegenrechnen. Und wenn man circa, das ist jetzt ganz grob nur, ja, das ist keine mathematische Formel, bei ungefähr 30 Projekten liegt es halt so, dass man einen kompletten Totalverlust eigentlich in der Steuersparnis unterbringen könnte, genau, sprich keinen Verlust gehabt hat. Das ist so der grundsätzliche Gedankenansatz. Mir ist klar, das hängt davon ab, ob jemand in einer höheren oder niedrigeren Progression ist. Ja. Das hängt davon ab, ob jemand eine natürliche Person ist oder eine GmbH. Aber ganz grob, ja, je breiter man streut, desto weniger trifft es an. Und am Ende des Tages trifft es dann vielleicht sogar gar nicht, wenn man mal ein Projekt verliert. Genau. Das heißt, ich muss noch ordentlich angrasen, dass ich die vielleicht einmal einhole, weil ich stehe aktuell jetzt mit Montag, sehr interessantes Projekt, also wie ich aus meiner Sicht sagen kann, bei 18 Projekten oder 17 oder 18, muss ich jetzt nachschauen. Und ich habe mir ein bisschen angeschaut, so mein durchschnittliches Portfolio habe ich jetzt brutto sozusagen fast die 7%. Und mit diesen Portfolio-Gedanken ist ja, da wolltet ihr auch fragen, mein Zugang ist ja, die möglicherweise mit Inflation und was da noch alles kommen würde, aber durch die laufenden neuen Projekte, die immer auf der Plattform kommen,
habe ich eigentlich immer den aktuellen Marktzinssatz für Crowdfinanzierungsgeschichte und der kann ja möglicherweise steigen, aber auch fallen. Das heißt, ich habe ja nicht nur eine Risikostreuung hinsichtlich möglicher Ausfälle oder sonst irgendwas, sondern ich habe eigentlich immer auch einen Marktzinssatz abgebildet in meinem Portfolio und das finde ich natürlich auch extrem spannend. Das ist so, genau richtig. Und die Laufzeiten auf Home Rocket sind ja überschaubar mit, sage ich mal, 1 bis 3 Jahren. Im Schnitt gestern waren es 2 zum Beispiel. Morgen kommt ein neues Projekt. Gut, morgen kann ich jetzt nicht sagen in dem Video. Also es kommen ständig laufend neue Projekte. Und ich rechne im Schnitt, wenn du gesagt hast, ich habe 32, dann wird das gerade passen aktuell. Ich rechne im Schnitt mit 7. Mir ist es ganz egal, ob ein Projekt einmal 6,5 oder 7,5 zahlt. Das, im Schnitt tut das alles sich ausmitteln. Mir ist es egal, ob es 1 oder 3 Jahre rennt, ich kaufe an und für sich, wenn nicht irgendwie mir das Projekt aus irgendeinem Grund überhaupt nicht gefällt, kaufe ich einfach immer, wenn ich wieder zum Investieren bereit bin, von der Liquidität her oder von meinem Konzept her, kaufe ich einfach das Projekt, das angeboten wird. Ja. Und ja, das mit den Zinsen stimmt. Also wo liegt denn das Risiko zum Beispiel? Aktuell wird halt für Eigenkapital rund 7% bezahlt. Ja, das ist ein Wahnsinnszinssatz vor Steuer. Es kann sein, dass du vollkommen recht, also jetzt im Augenblick, glaube ich, verdienst nach Inflation mit so einem Zinssatz ein bisschen Geld. Jedenfalls hast du deine Kaufkraft locker erhalten, was ja am Sparbuch nicht der Fall ist. Ja. Da schmilzt ja langsam weg. Aber ja, es könnte passieren, dass wir irgendwann einmal höhere Zinsen haben, anstatt gar keine Zinsen, wie wir es jetzt haben. Dann würde sich dieser Zinssatz natürlich anpassen müssen. Genau. Ja, nach oben. Es kann sein, dass wir ins negative Zinsterritorium abrutschen, dann wird er sich nach unten anpassen, weil es immer nur ein Abstand ist zum, sagen wir mal, Eckzins. Und ja, wenn es jetzt da irgendwie die Inflation anspringen würde morgen auf ein hohes Maß, dann sind die Projekte, die wir schon abgeschlossen haben, natürlich dann ändern sie nicht im Zinssatz, aber die neuen, die kommen, haben natürlich einen entsprechend höheren. Das heißt, die ganze einen rollierenden Durchschnittszinssatz. Genau. Das ist genau. Und im Augenblick ist er halt bei 7, weil wir picken halt auf dieser Nullzinslinie schon längere Zeit fest. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich die ganzen Jahre, die da drinnen bin, immer rund um die 7. Und ich bin jetzt, wie gesagt, das 5. Jahr dabei. Super. Ja, so, ganz, ganz, vielen Dank für deine Ausführungen. Wir nähern uns eigentlich schon näher dem Ende zu. Eine letzte Frage. Ja, was möchtest du jemandem mitgeben oder kommunizieren, der das vielleicht noch nicht kennt, vielleicht noch ein bisschen Scheu besitzt, Crowdfinanzierung, bei manchen ist da noch so ein bisschen eine Schmuddelecke oder wie ist das überhaupt, was darf man das überhaupt etc. Was würdest du diesen Menschen mitgeben? Also erstens einmal, nachdem sie ja jetzt vermutlich durch das Video aufmerksam werden, mit dir reden. Ja, es ist auf jeden Fall einmal sehr positiv, wenn man Schwellenangst hat, mit Menschen zu sprechen, die schon dabei sind, die schon viele Erfahrungen haben und die auch bereitwillig, so wie du, weitergeben. Wir sprechen immer wieder die Steuerung an, das ist der Grundgedanke. Nicht, egal ob dort steht, 7,75 höchster Zinssatz, den wir zahlen, nur ein Jahr und 3 Bürgschaften, nicht das ganze Geld investieren. Immer auf der Steuerungslinie bleiben, ja, sich nicht abbringen lassen, das heißt, Geduld. Erstens, Geduld. Ja. Wir brauchen, um 30 Projekte zu kaufen, vermutlich ein Jahr. Das heißt, ich steige 30 Mal irgendwann im Laufe des nächsten Jahres kurz ein. Der Kaufprozess dauert 2 oder 3 Minuten. Ne? Man muss teilweise schnell sein, weil mit Early Bird und sonstige Sachen kann es sein, dass das innerhalb von 30 Minuten, habe ich schon erlebt, ausverkauft war und ich bin zu Hochzeit spät dran gewesen. Also, gestern hat es Tag gehalten zum Beispiel. Ja, ne? Ja. Also ja, es fängt halt immer mittags an, wenn man halt sein Portfolio aufbauen will, nimmt man sich halt kurz Zeit, das geht sogar vom Handy aus. Ja? Ja. Muss nicht unbedingt vor einem PC sitzen. Also die Geduld ist wichtig, dass man beim Streuen dabei bleibt und seinem Konzept folgt. Dadurch, dass man dann viele Projekte hat, erlangt man ja so und so immer wieder Hoheit über einen Teil seines Geldes, weil das ja auch zurückkommt und kann ja das Konzept auch beenden, wenn man irgendwann einmal sagt, ich brauche das Geld, jetzt ich habe Haus gebaut oder was auch immer ich tun will. Das heißt, man ist ja nicht gezwungen, dass man das Geld ständig reinvestiert. Solange man aber die hohen Zinsen haben will, rolliert man einfach. Sprich, Projekte, die zurückgezahlt werden, gehen ins nächste rein. Ja. Und was auch wichtig ist, mithelfen. Wir sind eine Community. Bedeutet, man kommt da nicht als Kunde und gibt anonym sein Geld ab. Man kann mit Matthias reden oder auch mit mir, je nachdem, wen man kennt, sprechen. Man kann Feedback geben, man kann über die Plattform Feedback geben. Man kann mithelfen, dass die Plattform besser wird. Kunden, die heute kommen, profitieren davon, dass wir vor Jahren immer mehr geworden sind und jetzt zum Beispiel Bürgschaften fürs Geld am Markt durchsetzen konnten mit der Marktgröße.
Ja, es sind 28.000 Leute rund drauf, mit genau. Karteileichen natürlich, ja, also sind nicht alle aktiv. Aber trotzdem 78 Millionen Euro etc. eingesammelt schon über diese Plattform, also das ist schon eine Hausnummer. Also und ich kann nur sagen, wenn wir noch mehr Kunden sind, können wir noch bessere Angebote stellen, weil auch heute lässt Homerocker selbst als Marktführer Projekte weg, weil sie nicht finanzierbar sind in der Größenordnung, weil wir dafür zu wenig Leute haben. Das bedeutet, wenn es einem Kunden gefällt, kann er für sich selbst die Community dadurch unterstützen, dass er es einfach weiterzählt. Fürs Weiterzählen gibt es einen Mechanismus, den wirst du sicher gerne erklären. Da gibt es Empfehlungslinks, ja. Da gibt es Boni dafür. Ja. Aber da tut man nicht irgendwie was Negatives oder was Schlechtes, sondern man verbreitet nur die Community, damit am Ende des Tages wir alle zusammen, ja, ob wir 28 oder 58.000 Leute sind, ändert extrem viel an unserer Schlagkraft und wir gemeinsam machen uns den Markt besser und machen uns das Angebot besser. Deshalb, wer mir die Geduld hatte, einzusteigen, anzufangen und dem es gefällt und da mithilft beim Wachsen, hat man eigentlich schon alles, was man sich wünschen kann. Ja, super. Du nimmst mir eigentlich das Schlusswort vorne weg, weil Sorry. Ich natürlich nochmal auf die Community erstens einmal rette dein Geld hinweisen, wo wir nicht nur das Crowdfunding-Thema mitnehmen, aber auch natürlich, sondern auch alle anderen Themen, die hinsichtlich der Kosten sparen, Kosten optimieren, Kosten weglassen und natürlich, wenn es darum geht, in Sachwerte zu investieren und vielleicht das ein oder andere an höheres Rendite zu generieren, als man derzeit natürlich am Sparbuch bekommt, weil da gibt es einmal gar nichts. Des Weiteren darf ich euch dann auch unten einen Link präsentieren, wo ihr dann direkt zum HomeRocket-Plattform kommt. Wenn ihr diesen Link nutzt, unterstützt ihr uns natürlich dann dabei. Ihr unterstützt die Arbeit von Rette Dein Geld und natürlich auch, dass wir diese Videos und diese Informationsdinger für euch bereitstellen. In diesem Sinne, Norbert, ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit und bin sicher, wir werden uns demnächst wieder mal sehen, weil ich denke mal, der Herbst wird mit vielen interessanten Projekten da sein und wir sind top vernetzt. Das heißt, wenn Fragen aus der Community kommen, ich nutze auch immer wieder Norbert als Backup sozusagen und schicke ihm das weiter, wenn ich nicht weiter weiß. Und der Norbert oder ich kann mir auch direkt an den Wolfgang Deutschmann oder den Peter melden. Also das sind alles schon so Netzwerke, die auch funktionieren, wenn einmal irgendwo einmal Informationen da sind, wenn irgendwas nicht unklar wäre oder wenn es technische Probleme gibt, wobei ich bis dato noch keines erleben durfte. Aber es ist auch wichtig, dass man die Nummern hat und einmal kurz anrufen kann. Das finde ich auch immer wieder top. Da auch. Herzlichen Dank dafür, Norbert, dass du da immer auch ein offenes Ohr hast. Gerne, Matthias, und danke für deinen Einsatz generell für die ganze Community auch in anderen Themen als nur Rocket. Ja, wirklich super. So ist es, so ist es. In diesem Sinne, Norbert, vielen Dank, alles Gute, wir hören uns, gell? Vielen Dank. Ciao. Ciao.